Moin zu zusammen, wieder am Start mit Fallout 4. Ich habe jetzt mal inzwischen mal hier diesen Terminal mehr oder weniger gehackt. Also es war schon mal eine Glanzleistung, muss ich ehrlich sagen. Es war schon mal... Ich brauchte schon einige Versuche. Ich bin da noch nicht so ganz in der Materie drin, aber dafür ist halt das Spiel gemacht, damit wir noch ein bisschen reinkommen. Ich finde das jetzt auch gar nicht so verwerflich. Jetzt ist die Frage, ob hier unten soll ich die... Also ich wollte jetzt gerade sagen, die Frage ist jetzt, ob uns das Vieh jetzt trollen will. Das ist eine Vieh hier, das ist gerade... Also wir müssen tierisch aufpassen, dass die Viecher nicht weiter mutieren, also... Anscheinend können die Viecher hier noch weiter mutieren. Das ist natürlich nicht so toll. Ich kann auch eigentlich erstmal hier alles nehmen. Rad ist ein bisschen erhöht. Radioaktive Scheiße hier. So, grünen Pilze, es liegt höchstwahrscheinlich an den grünen Pilzen, also grüne Pilze, wenn ihr mal grüne Pilze seht, Leute, ich muss, lasst euch eines raten, nascht nicht davon, also ich würde die Finger wirklich davon weglassen, also ich denke mal, die sind nicht gut. Wo ist der jetzt hin? Was hast du denn jetzt wieder gefunden, also? So, irgendwie läufst du gerade nur dagegen, also... Irgendwie hilft mir das Ganze gerade nichts, wenn du die ganze Zeit nur dagegen läufst, gegen die Wand. Also, Doc, ich weiß gerade wirklich nicht, was bitte verkehrt ist. Also, ich trage jetzt schon wieder zu viel, also das ist schon wieder so ein Ding der Unendlichkeit, was mich schon ein bisschen wieder nervt. Das heißt für mich wieder gleich, ich kann wieder gleich das Ding besuchen. Welches Ding, in Anführungsstrichen, ja, ich kann gleich mehr oder weniger die Basis wieder. Ich habe wieder schon wieder einen Pilz, oder? Also entweder habe ich den nicht weggetan. Alles klar, Ducken kann ich mehr tragen, alles klar. Sehr schön. Munition für den Injektor kannst du in der Laborstation herstellen. Alles klar, das ist natürlich sehr schön. Also, Flasche nehmen. Nehmen wir erstmal alles hier. Also. Hörnpilz nehmen wir auch hier. Das Mikroskop kann ich auch natürlich auch nehmen. Hätte es natürlich gedacht. Injektor laden, Rüste, ja. Den Injektor habe ich. Also, da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen. Den Injektor habe ich, glaube, was in den Ladebildschirm gelesen. Es war auch sehr interessant, über den ganzen Injektor schon zu lesen. Weil da einiger Scheiß dabei war. Also, da war wirklich vieles dabei. Denkt man sich, Heilige Maria oder was? So, was ist denn da? So, hier sind noch Benzinkanister anscheinend. Oder Aluminiumkanister, besser gesagt. So, hier müssen wir so ein bisschen wieder aufpassen. So, hier ist wieder so ein Knopf. Mögliche Psychodino. Pakete. Also, die sind ja wieder reich an Material, Alter. Die ganzen Blutpakete. Hey. Tap drüben. So, Alter, der Schwede, ey, was hab ich alles bekommen, ey. Wir müssen jetzt langsam wieder aufpassen, nicht, dass wir wieder zu viel tragen, weil Docken kann nichts tragen. Das Problem ist höchstwahrscheinlich auch wieder einmal, dass wir die Folge wieder angefangen haben. Es tut mir wirklich leid, wir fangen die Folge an und haben höchstwahrscheinlich viel zu viel. Also, das ist mir gerade aufgefallen, dass wir die Folge wieder schön angefangen haben. Schön gechillt. Das wär's. Und ihr seht ja gerade, wir können doch eigentlich 10 Dinger tragen und dann sind wir auch wieder voll, also... Das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr viel sein. Also wir gehen höchstwahrscheinlich hier hoch oder finden auch hier irgendeinen Unsinn. Da, Kronkorken zum Beispiel. Ich weiß nicht, was mit Dogmeat gerade los ist. Ja, also dann zeig es mir bitte. Ja, dann lauf. Also, den Knopf habe ich auch schon gesehen, Dogmeat. Also. Ich finde es natürlich sehr schön und. Also, dass das für mich vorhin nicht angegriffen hat. Und dass das gerade nicht mutiert ist bei diesem grünen Pilz. Also,
So, lass mal wieder mal hier rüber gehen. Weil mich ein bisschen gerade diese Sicht. Alter. Wie schnell ist er denn da hochgegangen jetzt gerade? Also Dortmund, wenn du mich hier irgendwie störst und irgendwie vor der Wand stehst, also ich kann dir da gerade nicht helfen und ich weiß gerade nicht auch nicht, was du meinst. Also es tut mir wirklich leid, Dortmund. Brandes Modemagazin, hier haben wir noch eine Waffe. Also ich glaube, wir können hier langsam, glaube ich, nicht mehr tragen gleich. Ich glaube, wir müssen auch gleich wieder in die Stadt losgehen. Also es tut mir wirklich leid, Leute. Also. Die TDB wollen wir jetzt nicht mitnehmen. Geht's denn hier raus? Also entweder habe ich irgendwas nicht gecheckt, wo es hier nicht rausgeht. Entweder habe ich mega gefehlt gerade eben vorhin, weil ich hier runtergefallen bin. Oder whatever. Sehr schön. Wir haben hier nun mal jeglichen Scheiße gefunden und wir können hier nicht. Wir sind hier gefangen. Also, wir können das hier schon mal nicht knacken. Das Schloss sieht stabil aus. Ich glaube mal, wir wären hier gar nicht runtergekommen. Wenn wir das Schloss, glaube ich, nicht geknackt hätten, oder? Kann das sein, eventuell? Also, ich habe jetzt hier überhaupt keinen Schimmer, wie ich jetzt hier am besten rauskomme. Also. Außer natürlich mit Schnellreise, also. Also, Leute, es ist natürlich irgendwie dumm gerade. Wo sind wir denn alles langgelaufen? Wir sind vom Vertagen jetzt in die Crater Blood Klinik gekommen. Also, wir sind jetzt schon irgendwo sehr viel reingegangen. Und haben jetzt schon einiges erkundet hier von dem Vorratslager bis dahin. Also, war schon einiger Shit hier. Also, wir gehen jetzt erstmal wieder in den ausgewählten Ort hin. Tun uns den ganzen Scheiß hin. Versuchen schnellstmöglich wieder dorthin zu gehen, weil ich will eigentlich jetzt so wenig Zeit verschwenden, wie es geht eigentlich. Da eigentlich will ich Zeit sparen. Eigentlich will ich wirklich Zeit sparen. So müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze hinbekommen. Und alles zeitspärlich. Spärlich? Zeitspärlich. Wie ich immer so nennt. Also. Moment. So. Gehen wir es mal aus. Gehen wir erstmal aus dem World-Tag-Anzug raus. Dann wird uns das wahrscheinlich alles sagen. Alter, du kannst sehr wenig tragen. Nehmen wir das Ganze wieder von Dogmeat mit und werden wir jetzt wahrscheinlich loslaufen. Also, das ist gerade hier wieder die reinste Schmach hier. Ach, Bärt, okay. Also eigentlich müsste ich das gleich wieder Bären Blutpakete, ey, wir haben so viele Blutpakete. Es ist nein. Können wir das auch alles? Na, Moment, also, wir lagern erstmal alles ein hier. Wir lagern erstmal alles ein. Wir lagern erstmal alles ein. Mais haben wir auch gefunden, wir haben mal Mais gefunden in der ganzen Zeit. Maulwurstfleisch haben wir auch gefunden. Das Beste wäre ja, wenn wir das Ganze irgendwie verarbeiten könnten. Wie, hab ich das alles nicht weggegeben? Also, kommt es irgendwie gerade so vor, dass ich gerade hier noch übelst viel Scheiß dabei habe. Also höchstwahrscheinlich sehr viel Munition habe ich dabei. Wie es aussieht. Also, warte mal, wir tun jetzt erstmal hier. Lass mal auch die Waffen hier weg, also. So. Die zercraften wir gleich. Ich habe irgendwelchen Revolver. Ich habe ein Gewehr. Ich habe eine Pistole. Ist klar. Haben wir die ausgerüstet? Ne, wir haben ja noch eine automatische. Wir haben ein automatisches. Was wir alles hier gefunden haben, also ehrlich. Injektor. Gewehr, das müssen wir uns dann mal, das gucke ich mir danach mal an. Jetzt haben wir noch einen Revolver mit einem Bajonett gefunden.
Also wir haben jetzt schon einigen Scheiß gefunden. Wir haben jetzt gerade der 10 cm gefunden mit irgendeinem Visier, mit Leuchtvisier. Also wir haben jetzt wirklich einen geilen Scheiß gefunden. Impro-Rapid-Tier-Gewehr. Also das sieht auch sehr nice aus. Also ich gucke mir das definitiv dann mal alles off-cam definitiv alles an. Weil mich das wirklich sehr interessiert. Kalibriert, gehärtet, also ich weiß jetzt nicht, was hier. Anscheinend ist hier kein Herz dran, also habe ich das auch gerade nicht genommen. Wie es zumindest aussieht. Boah, Alter, kalibriert, ey. Tun die auch erstmal weg. Also wir haben jetzt definitiv viel Stuff gefunden. Aber doch gar. Ach, Hey, Doc, bleib doch mal hier, Alter. warte da. Du gehst mir so auf den Sack manchmal. Am liebsten würde ich dir eine Respektschelle geben. Manchmal muss ich ehrlich sagen, es nervt mich. Ja, können wir wieder nur langsam laufen, wie so ein kleiner behinderter Mensch. Nichts gegen behinderte Menschen natürlich. Oh nein, ich will nicht mehr nur. Nö. Ah ja. Nehmen wir mal, also die würde ich noch alle zercraften. Alles klar, das mache ich dann alles so bei mir dann. Ja, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir mal weg hier. Das brauchen wir erstmal nicht. Alles klar. Ganze Scheiß brauchen wir erstmal nicht. So, hier mal erstmal wieder schön in den Vault-Tec-Anzug rein. Und wir hatten dann höchstwahrscheinlich die nächsten Minuten damit verbringen, dass wir wieder da hingehen. Uns was aussuchen. Steht da. Sprich mit den Siedlern bei Oberland Station. Ah, jetzt ist die Frage, wir gehen erstmal wieder zu dieser Blood Moon Klinik oder. Alter, dieses ganze Reden gerade. Es strengt schon gerade wirklich an. Boah, mega viel Durst. Muss man ehrlich sagen. Alles. Gerade Anführungsstrichen sehr tödlich. Für mich. Für wen sonst? So. Mal schauen, was in dieser schönen Klinik da passiert ist. Ah, es ist jetzt auch ähnlich hell hier mal. Also wir sind jetzt eigentlich nur die Straße hier runtergelaufen. Also da werden wir gespawnt bei vor Tagen. Und das ist natürlich diese Klinik, wo wir dann auch irgendwo reingekommen sind. Also ich bin eigentlich hier hochgelaufen und dann bin ich hier reingeblumst. Also. Mäßig gerade nicht passiert, also. Fliegen Fleisch, sehr schön. Ja, also, was war das denn gerade für ein dummer Bug, ey? Wo mir gerade das nicht angezeigt worden ist. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier runter. Also hier unten sieht das anscheinend wie eine Werkstatt aus. Also, sieht eigentlich auch schon sehr nice aus. Schon, was das hier so ist. Entweder, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier gleich irgendwie welche, dass hier entweder Ghule kommen oder whatever halt. Wow. Gute Reaktion, also ich hätte das jetzt nicht gesehen. Also wir haben hier schon mal sehr viele, wir haben hier so viele Powerstationen und haben hier auch sehr viele, wir haben hier schon wieder so eine Teile und so, also. Mich überrascht das gerade hier, was hier alles drin, was in dieser Stadt alles da ist. Also, das ist gerade krass, ey. Die Powerstation. Es macht mich gerade schon ein bisschen happy, den ganzen Scheiß zu finden. Ey, am besten müsste ich eigentlich nächste Folge mal Facecam bauen, aber das kann ich leider nicht machen. Ich habe jetzt die Leute gefragt, ja, Facecam. Nein, es tut mir leider leid, aber weil ich glaube, da würde man jetzt, denk mal, da wird schon ein bisschen mein Rechner ein bisschen abkacken, denke ich mal. Denke ich mal wirklich, ey, also. Ist kein Scherz hier. Ich kann das eigentlich schon sehr gut zocken und hoffe, ihr habt auch keine Lags. Aber die ganzen Sachen, das ist schon heftig. Das ist schon ein bisschen. Was da abgeht bei dem Spiel, dann noch mit Aufnahmeprogrammen, das ist schon heavy. So, was haben wir denn hier noch so?
Also ich wollte gerade mich eigentlich beschweren, ja, es kann ja jetzt nicht sein, dass wir hier nichts mehr finden, aber eigentlich haben wir ja schon mega viel gefunden in dieser ganzen Stadt. Also wir mussten jetzt schon, ich glaube, zwei oder dreimal zurück. Mehr oder weniger in unsere Hauptstadt. Da hinten ist auch noch der nächste, sag ich mal, Anführungsstrichen Shit. Warum denn nicht schon mal hier? Ne, das ist die nächste Station hier. Also wir nähern uns eigentlich in dem ganzen Gebiet hier gerade. Also es ist schon, wir haben hier das noch gar nicht erkundet eigentlich vor dieser ganzen. Wir sind eigentlich gerade mehr oder weniger voll am Rand lang gelaufen. Was ja auch eigentlich, naja, untypisch würde ich jetzt gar nicht sagen, weil untypisch ist es ja eigentlich der verkehrte Ausdruck eigentlich. Weil was ist denn typisch bei Fallout und was ist denn nicht typisch bei Fallout? Da oben ist noch was, also. Da oben ist anscheinend entweder ein Raider-Quartier, mehr oder weniger ein kleines. Das sieht definitiv sehr interessant aus. Ah, das ist wieder so ein kleines Institut oder was? Oder? Bevölkerungsübertragungssignal überfunden. Also es sieht sehr schön aus oder sehr gut aus für einen Fusionskern. Ja, Boston Bürgermeister Unterschlupf. Also sehr schön. Wir haben schon mal den Bürgermeister Unterschlupf gefunden. Habe irgendwie die Hoffnung. Ja Mann. Habe irgendwie die Hoffnung, dass ich hier einen Fusionskern finde. Also. Aber ich habe auch die Hoffnung. Oder ich habe. Alles klar, ich brauche einen Schlüssel dafür. Also Leute, was ich hier alles finde, ey, das ist schon, sag mal, das ist schon krass, ey. Ich glaube, ich finde den Schlüssel hier. Ja, ist Hocker, will ich mich gerade gar nicht setzen. Was für den Schlüssel hier? Vollblase. Vollblase. Benutzen. So, manchmal könnte jemand natürlich irgendwas reinmachen. Türsteuerung. Aufschließen. Eine riesige Tür. Zugriff auf Tür. Sehr schön. Sehr schön, also haben wir jetzt einfach die Tür aufgemacht. Also, ich sag's wieder sehr viel. Also, es tut mir wirklich leid. So. Wir hätten jetzt auch einfach mal da reingehen. Also, wir machen jetzt erstmal hier ganz kurzen Stopp, damit wir die vollen 20 Minuten nutzen können. Wir hören uns bei der nächsten Folge bei Fallout 4. Ciao.